Eines der beliebtesten und berühmtesten Reiseziele der Welt. Die aus 127 Inseln bestehende Lagunenstadt in Norditalien zieht jedes Jahr rund 20 Millionen Touristen an. Venedig wirkt auf viele Neulinge wie ein Italien-Themenpark. Aber hier ist alles original. Die Zeit scheint stehen geblieben. Wie so viele andere reise ich mit dem Auto an. Parken muss man in einem der Parkhäuser direkt vor der Stadt. Ich kann schon erkennen am Horizont Venezia. Wir fahren von Mestre, das ist die Stadt am Festland, über die lange große Brücke in die legendäre Lagunenstadt. Das habe ich auch gemacht. Vor einem Jahr. Mit der ganzen Familie, Schwiegermutter inklusive, Kinder quengeln schon. Dann sind wir endlich da und Papa wollte natürlich jetzt den Tollen spielen. Sagen, pass mal auf, kein Problem. Und da vorne ist ein Parkhaus, kostet ganz wenig. Das war ein Fehler. Ich habe mich am Ende wahnsinnig darüber geärgert, weil ich zum ersten Mal auf einer privaten Reise mit der Familie abgezockt wurde. Ich habe mich so sehr darüber geärgert, dass ich dann am Ende auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Und schauen Sie mal selber, was dabei rauskam. So, schön. Ich lasse mal ganz kurz meine Familie weiterlaufen in dieser einen Sekunde. Wir sind jetzt hier im Sommer 2021 und ich muss das Handy anmachen, weil ich bin gerade abgezogen worden, ohne dass eine Kamera dabei war. Und zwar, schaut mal, mit diesem Schiff da, das da, was da gerade anlegt, das hat uns am Parkhaus abgefangen. Ach, wisst ihr was? Ich schreibe das mal alles auf. Und wenn wir das nächste Mal hier sind, bitte, liebe Kollegen, dann müssen wir genau das mal ausprobieren. Weil davor muss gewarnt sein. 2 Jahre später bin ich zurück. Beruflich. Ich will wissen, existiert diese Abzocke immer noch? Und fahre mit dem Auto in dasselbe Parkhaus wie damals mit der Familie. Ich kann mich genau erinnern. Hier ungefähr haben wir geparkt. Und dann standen da drüben Leute, die uns schon zugewunken haben. Kommen Sie mal, hier geht's zur Fähre nach Venedig. Da. Venedig ist autofrei. Wer trotzdem mit dem Auto kommt, stellt es ins Parkhaus vor den Toren der Stadt. Ab jetzt geht es auf dem Weg ins Zentrum eigentlich nur mit dem Boot weiter. Aber es gibt mehrere. Und welches ist das günstigste? Ich rekonstruiere nun für Sie die Abzocke, der ich 2021 zu meiner Schande mit der ganzen Familie selbst aufgesessen bin. Im Parkhaus von Torquetto ist der Weg ausgeschildert und es gibt hilfreiches Personal. Zu den Fähren? Da müssen Sie dort entlang und nach 50 Metern rechts. Nach 50 Metern rechts, danke. Und genau so beginnt die Abzocke. Ich verlasse das Parkhaus auf demselben Weg wie bei meiner Privatreise. Und werde an der nächsten Ecke wieder abgefangen. Von diesem Herrn hier. Zur Fähre? Der Schalter ist da rechts. Ticketschalter, okay. Normalerweise gibt es ja für Fußgänger Ausgänge. Ja? Also für Leute, die da parken, einen direkten Weg raus. Der hat uns jetzt aber da lang geschickt, wo die Autos reinkommen. Das ist nicht nur ein bisschen gefährlich, das ist komisch. Überall gibt es Helfer, die mich leiten. Der nächste, dieser Herr in Rot. Zur Fähre nach Venedig? Tickets gibt es da. Das Boot fährt dann da drüben. Oh, alles klar, siehst du, und da stehen alle an, genauso war das. Und ich weiß, wie wir hier standen. Das Ticket kostet heute 10 Euro pro Person. Für eine einfache Fahrt in die Stadt. Für mich und mein Team muss ich 30 bezahlen. Vor 2 Jahren mit der Familie habe ich noch mehr hinlegen müssen. Ich bin noch mal kurz zur Seite gegangen. Es gibt eben keinen anderen Weg, denkt man, aus dem Parkhaus, als an diesem Ticket-Office vorbei. Da, wo es eigentlich rausgeht, ist dieser Mann auf dem Stuhl und sagt, links raus, links raus. Hier wirst du abgefangen, erst von dem ersten Mitarbeiter, dann von dem gerade eben im roten Hemd. Und du musst zu diesem Ticket-Office, weil du denkst, es gibt kein anderes. So. Linie 1, 10 Euro pro Person. Ich weiß genau, wie es war. Schwiegermutter, meine Frau, ich sind 30, die Kinder 40. Ich glaube, die haben auch jeweils 10 bezahlt. 50 Euro, um in die Stadt zu kommen. Und kein anderer Weg. Wirklich? An der Anlegestelle kommen viele Touristen vorbei. Gibt's wirklich keinen anderen Weg nach Venedig? Zum Markusplatz? Meine Frau sagte noch so, sag mal, wo kommen die her?
Was haben die bezahlt? Wir haben 50 bezahlt, für die ganze Familie. 50. Und die? Ja, das fragte meine Frau damals auch. Und genau auf so ein Ding sind wir gestiegen. Genau. Ja. Der Preis pro Person 10 Euro für den einfachen Weg vom Parkhaus zum Piazza San Marco. So interessant finde ich, also hier sieht man im Prinzip erst die Route. Es geht von hier, wo wir gerade sind, also vor den Toren der Stadt, einmal rundrum um Venedig, also außenrum, und dann zum Markusplatz. Hier steht jetzt nirgendwo, oder übersehe ich irgendwas? Nö. Kein Firmenname, kein gar nichts, oder? Die Fahrt zum Markusplatz dauert ungefähr 30 Minuten. Der beste Ort, um seinen Venedig-Besuch zu beginnen. Daran gibt es nichts auszusetzen. Und ich will Ihnen auch verraten, warum ich mich so geärgert habe. Weil ich natürlich öfter schon in Venedig war und die Preise für die ganz normalen Boote, die hier überall fahren, kenne. Es musste bloß schnell gehen und ich dachte, hey, da haben wir keine andere Chance da am Parkplatz. Aber natürlich hätten sie eine andere Chance. Ich zeige Ihnen auch wie. Die normalen öffentlichen Boote sind die sogenannten Vaporetti. Öffentlicher Personennahverkehr auf dem Wasser. Die Vaporetti fahren sowohl rund um die Innenstadt als auch durch den Canale Grande, unter der Rialto-Brücke hindurch. Und natürlich zum Piazza San Marco, zum Markusplatz. So erreicht man mit den Vaporetti schnell und bequem wirklich alle Sehenswürdigkeiten. Das ist sozusagen der Bus Venedigs. Das klingt wie eine Binsenweisheit, aber diese Stadt ist natürlich zu erleben und zu besuchen auf dem Wasser. Und diese öffentlichen Wassertaxis, die hier die Kanäle abfahren, besonders den Canale Grande, die gibt es wie in jeder großen touristischen Stadt natürlich als Tagespaket zu erwerben. Und damit kann man dann wirklich alle Linienboote, die es gibt, befahren. Den ganzen Tag lang. Wenn Sie Venedig besuchen, werden Sie früher oder später das Vaporetto-Ticket kaufen. Auch wenn es mit 25 Euro pro Tag zunächst mehr kostet als die Einzelfahrt, eröffnet es einem viele Möglichkeiten, sich hier fortzubewegen. Und da habe ich sie. Da ist sie. 25 Euro den ganzen Tag fahren, wohin man will. In ganz Venedig mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Das eben gerade war privat. Und was uns da widerfahren ist und wie das so irgendwie sich abspielt dort, das kann ich Ihnen am besten zeigen, wenn wir mal einen Blick auf die Karte werfen. Venedig ist eine der wenigen Städte weltweit, die vollständig als 3D-Modell im Netz verfügbar sind. Hier ist nämlich das Parkhaus zu sehen. Ich zeig's Ihnen mal. Man kommt hier über die Brücke und bevor man in die Stadt reinfährt, biegt man ab hier nach Tronchetto. Und da sieht man das Parkhaus sehr schön und den Bootsanleger. So, normalerweise, hier haben wir geparkt, verlässt man das Parkhaus hier und kommt dann hier ungefähr raus. Aber dieser Mann, der vor der Tür saß, hat mich ja bewusst zum anderen Ende rausgeschickt, also hierhin. Also da, wo eigentlich gar keine Fußgänger lang sollen. Nur wir wurden hier zu dem Ticket Office gelotst. Da haben wir gekauft und sind dann hier eingestiegen. Und ungefähr 250 Meter weiter befindet sich, schauen Sie mal hier, eine Station der ACTV, also die öffentliche Fähre. Was für ein mieser Trick. Aber der ist hiermit bewiesen. Über diesen Trick will ich mit den Verkäufern sprechen. Und nehme diesmal ein Vaporetto zurück zum Parkhaus. Ich gehe den Weg von der Fähre zum Parkhaus, also rückwärts. Dabei wird mir klar, wo die Touristen nicht vorbeikommen dürfen. Nämlich genau das sollen wir nicht sehen. Hier werden auch Tickets verkauft, und zwar in einer Cafeteria. Die erreichen wir schon zum ganz normalen Preis. 25 ein Tag, 35 zwei Tage, 45 drei Tage. Das ist ein super Angebot. Das ist wirklich das Ticket, mit dem Sie durch ganz Venedig kommen. Den ganzen Tag, 24 Stunden lang. Auch wenn es teurer ist als die einfache Fahrt, Sie werden dieses Ticket ohnehin brauchen. Kaufen kann man es fast überall, wenn man den richtigen Weg nimmt.
Auch durch diesen Ausgang sollen Sie nicht gehen. Und diese Ticketautomaten und dieses Ticketbüro hier sollen Sie auch nicht zu sehen bekommen. Hauptsache, Sie laufen in die falsche Richtung und den Kapitänen der viel teureren Fähre direkt in die Arme. Und die haben Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sitzen da vorne. Was sagen die denn dazu? Die Mitarbeiter lauern an allen Fahrstühlen und warten auf Venedig-Frischlinge, um ihnen hilfsbereit den falschen Weg zu weisen. Sogar diejenigen, die schon 50 Meter in die richtige Richtung laufen, leiten sie um auf den Pfad der Abzocke. Was? Ausgang da entlang. Aber steht doch Ausgang in die Richtung. Nein, die Richtung. Da in die. Da geht's lang zur Fähre. Und warum steht auf dem Schild Ausgang und Fähre da lang? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Vielleicht ist ja noch einfacher, wenn ich hier lang gehe. Was ist überhaupt Ihr Job hier? Menschen in die falsche Richtung schicken? Come on. Der Notausgang ist tagsüber eigentlich offen. In diesem Fall der schnellste Weg zum Ticketschalter. Ich will verhindern, dass der Mann an der Tür seine Kollegen warnt und ich dann niemanden mehr konfrontieren kann. Und das funktioniert. Hey, I have a question. Eine Frage. Warum leiten Sie die ganzen Touristen zu dem Schalter da und nicht zum ACTV? Der ACTV ist öffentlich. Ich weiß. Das hier ist eine andere Firma, fährt direkt zum Markusplatz. Das sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Ich weiß. Aber der Mann im Parkhaus schickt alle in die falsche Richtung. Er zeigt den falschen Ausgang an. Auf den Schildern steht Ushita dort, er schickt alle Menschen da drüben lang. Niemand sieht die andere offizielle Fähre. Er zeigt nur verschiedene Möglichkeiten. Aber Sie arbeiten noch zusammen mit dem. Das weiß ich nicht, wer hier alles arbeitet. Wissen Sie nicht? Ich sag's Ihnen, das ist ein Geheimnis. Er sitzt hinter dieser Tür da und versperrt den Weg und schickt alle hierher. Das höre ich heute zum ersten Mal. Zum ersten Mal? Jeder hier weiß das. Ich weiß von nichts. Das ist nicht gut. Plötzlich weiß der Mann genau, welche Ausgänge es aus dem Parkhaus gibt. Mit den Männern, die Touristen in die falsche Richtung schicken, will er natürlich nichts zu tun haben. Ob das mit unseren Kameras zu tun hat? Ich weiß von nichts. Sie wissen nichts? Ich denke, das ist die Basis Ihres Business und das ist Abzocke. Just letting you know, der interessiert sich nicht die Bohne für uns, das deutsche Fernsehen oder irgendjemand. Bitte, bitte, machen Sie den Fehler nicht. Ich zeig's Ihnen nochmal, wie es richtig geht. Folgen Sie im Parkhaus von Torquetto eisern den offiziellen Schildern und ignorieren Sie die Männer, die den Weg weisen. Auch wenn es teurer scheint, Sie werden die öffentlichen Fähren nutzen. Der Preis sinkt, je länger Sie in Venedig bleiben. Zwei Tage kosten 35, eine ganze Woche nur 65 Euro. Das ist öffentlicher Personennahverkehr in Venedig. Das da hinten, 300 Meter weiter, ist ziemlich üble Touristenabzocke, unter der auch alle leiden, die hier sonst so Tickets verkaufen für die legalen Boote. Das muss abgestellt werden. Wenn die Behörden das hier sehen im deutschen Fernsehen, weg mit denen.